Nachhaltigkeit übernimmt eine immer größer werdende Rolle in unserem Leben. Besonders das Angebot an nachhaltiger Mode wächst stetig, so auch in Münster. In dem Laden Grüne Wiese findet man eine große Auswahl an Kleidung aus fairer und ökologischer Produktion. Weitere Fakten rund um den Laden klären wir in einem Interview mit dem Inhaber Lars Wittenbrink. Also ihr habt 2008 hier in Münster eröffnet. Wie kam denn die Idee dazu? Ja, ich habe den Laden ja zusammen mit der Simone gegründet 2008 und bei uns beiden war das so, dass wir uns im Studium viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt haben und beide auch in Abschlussarbeiten, gerade mit Textilproduktion. Und dann haben wir erstmal wirklich für uns privat nach Alternativen gesucht, gemerkt, dass es da schon im Internet einiges gibt an moderneren Marken, die wir auch modisch dann gut fanden, aber es gab einfach keine Läden, wo man das vor Ort kaufen konnte. Also so für mich war es immer wichtig, den Leuten aufzuzeigen, dass eben Nachhaltigkeit auch total modern sein kann, dass es Spaß machen kann, dass es nicht nur Verzicht bedeutet. Welche Produkte bietet ihr denn hier so an? Ja, wir machen Herren- und Damenbekleidung, eigentlich da so ziemlich alle Bereiche. Viel ist eher so Freizeit, also Casual. Manches ist auch Sporty, wobei die Konzentration dann doch oft eher auf so ein bisschen schickerer Mode ist. Und wir haben sogar auch, aber dann nur sehr kleine Teile, wirklich business-taugliche Mode, auch Anzüge für Herren. Eigentlich ist alles dabei. Wollt ihr noch die Produktpalette erweitern? Wir haben so ein bisschen Sachen, die jetzt nicht genuin Kleidung sind. Also zum einen natürlich erstmal Accessoires, also es gibt auch Sonnenbrillen mit Bambus und Recyclingkunststoff und es gibt ein bisschen Taschen, also Handtaschen in Leder sogar, in vegetabil gegerbten, aber eben auch Rucksäcke, die sind dann auch alle vegan und recycelt. Jetzt im Moment haben wir so Coffee-to-go-Becher mit aufgenommen. Da ist die Idee, dass man eben nicht mehr jedes Mal, wenn man sich unterwegs einen Kaffee kauft, diesen Plastikbecher nachher als Müll verursacht hat, sondern einen eigenen Becher mitbringt und sich das da einfüllen lässt. Auf eurer Internetseite, also dem Online-Shop, erwähnt ihr ja auch, dass ihr den Laden nachhaltig betreibt. Und kannst du da vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, hier im Laden ist die ganze Einrichtung aus, oder fast die ganze Einrichtung aus recyceltem Holz oder halt FSC-zertifiziertem Holz. Das ist ein ökologisches Siegel für Holzprodukte. Dann sind die ganzen anderen Regale aus recycelbarem Stahl und Verbindern. Da kann man alles Mögliche draus bauen. Es wäre immer wieder verwertbar. Natürlich haben wir Ökostrom. Wir sind bei einer Ethikbank. Wir haben eine möglichst effiziente Beleuchtung. Die ist inzwischen überwiegend LED. Das sind so die Sachen, wo man probieren kann, auch im Laden was anders zu machen. Hat sich das im Laufe der Zeit geändert? Also hat man heutzutage viel mehr Auswahl, was nachhaltige Kleidung zum Beispiel oder Marken angeht? Also man kann schon sagen, dass die Auswahl sehr, sehr deutlich größer geworden ist. Gar nicht so sehr an Marken, obwohl da auch einiges dazugekommen ist, aber nicht so viele, die viel stärker sind als das, was wir 2008 hatten. Aber die Marken, die da wirklich einen guten Weg gefunden haben, die haben ihr Angebot enorm vergrößert. Wie sieht es denn aus mit internationaler Mode? Woher kommt denn die ganze Kleidung her? Wir haben schon überwiegend europäische Labels, das ist im Modemarkt aber ganz oft so, dass erstmal die vor Ort, gerade wenn es kleiner sind, verkaufen. Neben Deutschland ist Niederlande ziemlich stark und in der Damenmode ist eigentlich auch ganz so den Erwartungen entsprechend Frankreich sehr stark. Es ist schön zu sehen, dass die Grüne Wiese schon so lange ein Bestandteil von Münsters Modelandschaft ist und dass es immer mehr Menschen gibt, die Interesse an Nachhaltigkeit entwickeln, denn damit tun wir nicht nur uns, sondern auch unserer Umwelt einen großen Gefallen.